Hallo zusammen, es ist der 28. Januar, wir haben 17.35 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier starte. Weil sich mal wieder jemand beschwert hat über das Mikro. Also das Mikro ist jetzt so nah bei mir, ich muss aufpassen, dass ich da nicht reinbeiße. Ich hoffe, das ist also besser. Ich habe das hier und dann noch mal ein bisschen getestet, rumgedreht und rumgeschraubt und ich hoffe, das geht jetzt besser. So, vor uns liegt der DAX. Und das allererste ist diese ganz wichtige Linie hier. Das ist die 14.815. Das ist, ich hole es mal länger ran, ich glaube, die mittlerweile allen bekannte Make-or-Break-Line. Die sollten wir nicht mit Schlusskurs unterbieten, das wäre nicht schön. Aber ich muss eins sagen, der hat sich gut gehalten hier. Abgesehen hiervon, dass wir da natürlich, das war der Montag, dass wir da runtergegangen sind, wir sind wieder in den Bändern. Er hat es heute punktgenau verteidigt. Das obere Band geht jetzt komplett zur Horizontalen. Es war sogar schon ganz leicht auf dem Weg nach unten, hat sich aber dann zum Schlusskurs dann nochmal in die Horizontale gerettet. Das sieht soweit okay aus, als ob dieser Bereich hier halten würde. Wir sind okay über das MACD, lang, kurz, kurz und nochmal kurz. Das passt. Das ist kein Hammer, ein hammerähnliches Gebilde, aber wie auch immer, wenn wir hier aufmachen, weit runterfallen, dann in die Nähe des Tageshöchstkurs gehen, da sind schon nochmal 120 Punkte drin, dann ist das an für sich eine schön anzusehende Kerze. Der Oszillator ist in Ordnung, leicht nach oben gerichtet, ohne neues, frisches Kaufsignal. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Markt nicht sauber ist. Und ich glaube immer noch, dass irgendwo hier in diesem Bereich eine ganze Menge Stücke rumschwirren, die irgendwo von hier oben aufgenommen wurde und von denen man sich nicht getrennt hat. Das ist irgendwo hier. Man sah das auch am Mittwoch, dass er dann so über den Stundenchart eher weicher wurde, dann wieder runterkam. Heute Morgen, das war für mich eine Überraschung, dass er dann doch nochmal, ohne sich zu verabschieden, runter auf die 15.125 gegangen ist. Gleitende Durchschnitte negativ, Widerstand 20-Tage-Linie. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas hier wird. Wir haben auch aus dem Band raus, rein. Und haben dann eine relativ schnelle Bewegung gemacht bis zur 20-Tage-Linie. Die verliert momentan so ganz grob 28 Punkte und ist jetzt auch bei 15.775. Verbindet sich da mit dem 61er Retracement von dieser ganzen Bewegung her. Bisher haben wir das 50er geschafft oder auch die 200-Tage-Linie. Das sind immer diese Cluster, die ich suche. So, wo verbindet sich welche Gruppe von Händlern mit anderen Gruppen von Händlern? Weil dann passiert hier mehr, da entsteht ein Widerstand. Genauso wie ich glaube, dass wir diese Marke hier, die jeder kennt, nicht während des Tages brechen werden. Das ist eine Geschichte über Nacht, wenn wir das tun. Also ich finde es kurzfristig, hat er mehr Chancen als Risiko. Und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass wir noch die 15.000, also heute hier und jetzt 15.775 sehen. Aber die 20-Tage-Linie, die wird ja weiter fallen. Aber dass wir nochmal Kontakt mit ihr aufnehmen, ähnlich wie wir es hier gemacht haben. Da muss man schauen, wie er weitermacht. Also zum Short gehen hätte ich jetzt nicht den Mut. Ich gehe auch übers Wochenende nicht mit einer Position hier rein. Ich will mal Ruhe haben. Ich bin immer noch nicht so fit. Ja, und deswegen kurzfristig eher positiv. Langfristig bleibe ich bei meiner Meinung, dass da noch eine ganze Ecke hier unten fehlt. Ich habe euch heute wieder Scheine mitgebracht. Und zwar andere. Von einem anderen Emittenten. Jedes Vierteljahr überprüfe ich die Scheine. Immer an bestimmten Tagen und viermal am Tag und am Montag geht es auch nochmal weiter. Dann überprüfe ich die Scheine und schaue von verschiedenen Aktien und bei verschiedenen Indizes, wer liegt wo am sinnvollsten. Und heute sind mir die ins Auge gestoßen. Der Call ist ein 14.705er. Dann liegen wir hier unten. Für den Fall, dass wir das doch mal hier anbeißen sollten, hätte der noch genügend Platz, um sich zu stoppen. Diesen Call kann ich auf jeden Fall nehmen, wenn wir das letzte Zwischenhoch so bei 15.000 knapp vor 600 überbieten, weil da auch die 20-Tage-Linie ist. Dann kann er da nochmal hin. Man kann das auch jetzt schon probieren, allerdings dann nur mit einer halben Position. Ich wäre nicht bereit, hier das volle Size auszufahren, nicht am Freitagabend, das geht nicht. Hätten wir Montag, wäre es vielleicht was anderes, weil das hier nach wie vor, das gibt mir schon Vertrauen, dass diese Bewegung hier zumindest jetzt erstmal vorbei ist. Das ist die JX5YYA. Hat im Moment
Nein, das habe ich für eine halbe Stunde angelegt, das Bild. Das wird jetzt so ein 24er Hebel sein. Dann habe ich auch einen Put, 15.950. Der liegt hier hinter. Ich nehme als Widerstand dieses Zwischenhoch, aber habe auch vorher die 20-Tage-Linie. An der 20-Tage-Linie will ich entscheiden, was ich damit mache. Hat er genügend Kraft und Power, da durchzugehen? Ja, nein. Nehmen die aber auch, wenn wir hier unter die 14.815 gehen. Das ist die JX4XWB. JX4XWB, 15.950er. Das sind beides Open-End-Scheine, in diesem Fall von JP Morgan. Und hier ist es jetzt ein Hebel von ungefähr 23. Wie gesagt, ich habe das von einer gewissen Zeit gemacht. Ja, also ich denke, er hat kurzfristig die Chancen, das hier oben nochmal auszufüllen. Ich möchte mich nicht trauen, Short zu gehen übers Wochenende. Und Long, vielleicht entscheide ich das noch heute Abend, so um 21:45 Uhr. Aber wenn, ist das auch nur ein kleines Seil, so ein kleiner Versuchsballon, die von mir oft genannten Schnüffelstücke. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.